Gott, ich habe ein aufgebrauchtes Video für euch. Von November, diesmal früher als gedacht. Eigentlich wollte ich mir das Video noch eine Weile aufheben, aber es ist besser, wenn ich das Video abdrehe, glaube ich. Es ist viel besser. Es ist auch diesmal ziemlich viel und deswegen fangen wir gleich mal an. Fangen wir wieder mit den unspektakulären Sachen an, glaube ich. Ich habe meine Wattestäbchen aufgebraucht, beziehungsweise nachgefüllt. Sagen wir mal nachgefüllt. Die mit den, ihr kennt sie ja eh, die benutze ich zum Ausbessern von Make-up. Finde ich blöd, dass sie das noch immer in einer Plastikverpackung haben, weil da bei den normalen Wattestäbchen, die ich mir nachkaufen muss, ist mir aufgefallen, habe ich komplett vergessen am Freitag. Die finde ich gut, weil die haben eben diesen Pappkarton und kein Plastik mehr. Und die kaufe ich mir auf jeden Fall wieder nach. Warum auch nicht? Weil ich finde das besser, als wenn es in Papier Plastik ist. Ach Gott. Dann die großen Wattepads habe ich wieder aufgebraucht. Und die Pure Camille Reinigungstücher habe ich wieder aufgebraucht. So, jetzt sehe ich dabei nichts, was ich immer habe. Also fangen wir mal mit dem Rest an. Ich habe traurigerweise mein lila Reis-Duschgel aufgebraucht. Und ihr wisst ja, ich liebe dieses Duschgel. Und ich bin mega traurig, dass ich das leer gemacht habe. Ich habe mich nämlich gestern mit der Vivi getroffen. Keine Ahnung, wann das Video online kommt. Aber am Samstag, 30.11. habe ich mich mit der Vivi getroffen. Und wir haben über das Duschgel geredet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch Backups habe. Aber ich bin wirklich traurig, dass das leer ist. Aber besser, ich verwende es, als sie werden kaputt, finde ich. Dann habe ich den Orange-Badezusatz wieder aufgebraucht von Terra Naturi. Den kennt ihr ja eh. Mag ich noch immer. Ich wundere, dass das Ding überhaupt sprüht, weil ich habe immer das Gefühl, es funktioniert nicht. Dann habe ich aufgebraucht die Augenpads von Hollywood Skin, heißt die Marke. Ja, die, was es beim Douglas gibt. Ich mag die, aber ich finde andere besser. Ich mag die trotzdem so für zwischendurch, wenn ich merke, ich brauche was Kühlendes unter die Augen, finde ich die gut. Aber ich glaube, ich werde die mal probieren, im Kühlschrank zu lagern. Ich glaube, das habe ich gar nicht versucht. Die mag ich nämlich lieber. Das sind die Cucumber Under Eye Pads. Die sind von Action Markt. Die sind so gut. Die sind so, so gut und ich werde mir die auf jeden Fall nachkaufen. Ich sage immer wieder, in jedem Video, glaube ich, dass ich unbedingt zum Action Markt muss. Unbedingt. Weil ich finde die super. Die waren mega. Dann habe ich eine Maske aufgebaut, von der war ich mega enttäuscht und ich glaube, ich war leider so blöd und habe mir noch eine zweite gekauft. Von Terra Naturi, die Fresh Cucumber, wie ich das jetzt ausgesprochen habe, die Maske, ich war mega enttäuscht. Ich war sowas von enttäuscht von der. Das Problem ist, die riecht nicht und sie macht auch nichts. Finde ich mega kacke. Aber okay. Eine Maske, die ich mega gut finde und von der ich mir mega, mega, mega viele Backups bunkern sollte, ist die hier. Das ist von der Cadea Vera Eigenmarke von Müller, die Macaroon-Maske. Und das riecht ungelogen wie Buttermilch-Zitrone. Und ich liebe diese Maske. Ich glaube, das ist eine Maske, die was die Kirsche, grüner Tee, glaube ich, war das, und Melone auf jeden Fall ersetzt für mich. Die ist so, so gut. Aber das Problem ist, die ist auch Limited Edition. Und die Verpackung. Also bei der Maske stimmt einfach alles. Der Duft, die Verpackung, ich mag auch das Gefühl danach. Also ich muss mir die unbedingt bunkern. Ich hoffe, dass demnächst wieder eine Maskenaktion kommt, weil dann werde ich mir Urfälle kaufen. Ja. Meine Reinigungstücher, was auch vom Action Markt sind, muss ich mir auch wieder nachkaufen. Aber das jammer ich ja eh schon in jedem Video. Dann habe ich ein Rasiergel aufgebraucht. Das ist dieses Exotic Coco. Boah, da knall ich mir das gleich in die Fresse. Ich fand das mega schrecklich. Also die Farbe von dem Rasiergel war total geil. Das war so richtig schönes Pink. Aber der Duft, also mir hat es nicht gefallen. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich werde mir das auf gar keinen Fall nachkaufen. Ich glaube, bei manchen Filialen im DM gibt es das noch. Aber ich würde mir das niemals nachkaufen. Ich habe jetzt aktuell das Schoko, also weiße Schoko. Und ich habe auch die andere Version von dem Gel mir gekauft. Diese neue, was es gibt. Aber das kaufe ich mir auf gar keinen Fall wieder. Auf gar keinen Fall. Als nächstes habe ich die hier aufgebraucht. Ich habe die auch zweimal, glaube ich, aufgebaut. Ich habe aber nur eine Packung davon aufgehoben. Da sind 14 Stück drin, hier hinten sieht man es. Man darf die, das sind solche Achselpads von der Müller Eigenmarke, man darf die nur auf die Klamotten kleben. Ich finde sie nicht schlecht. Ich werde sie noch weiterhin probieren, weil ich habe auch einer Freundin das geschickt, das Foto. Und sie hat gleich gelacht, weil sie gesagt hat, ob die überhaupt was bringen. Und ich finde schon, dass sie was bringen. Aber ich in der Arbeit, weil ich den ganzen Tag halt arbeite, muss ich die ein, zwei Mal wechseln. Weil die drehen sich nach einer Zeit, wenn du halt viel machst mit den Armen, drehen sie sich halt ein. Aber ich finde die nicht schlecht. Für das Geld finde ich die wirklich nicht schlecht.
Dann habe ich mein Mac Fix Plus aufgebraucht. Das war die Coconut-Version. Ja, ich glaube es gar nicht, dass ich das Ding leer habe. Aber ich finde die Variante Kokos sehr, sehr gut. Ich habe jetzt noch eine andere Variante, diese Limited Edition mit den Blüten drauf. Und dann überlege ich, welche ich mir als nächster kaufe. Aber ich muss erst mal schauen, was ich an Fixiersprays daheim habe, damit ich die anderen auch mal leer kriege. Das kommt auf jeden Fall dann zu Back to Mac. Obwohl die Kiste schon dermaßen voll ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist abnormal. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht von Isana. Das ist dieses Vitamin und Joghurt, was ich ja so gerne mochte. Das mochte ich wirklich sehr gerne. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe auch, glaube ich, kein Backup, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Ich liebe es, ich finde es schade, dass es halt leer ist, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch, dass ich mir das jetzt nicht nachkaufen kann. Ich habe so eine große Duschgelsammlung, da ist es nicht so schlimm, wenn ich eins mal nicht nachkaufen kann. Aber es war gut. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es mir natürlich nachkaufen. Von Isana generell, obwohl viele ja Isana von schlecht reden. Aber ich finde die Duschgels okay. Ich finde, man muss jetzt nicht extrem riechen nach dem Duschen, dafür kann man ja eine Bodylotion verwenden, finde ich zumindest. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht. Na, was ist los? Von Twessel, Trackle Moon, wie immer auch. Dieses Cinnamon Nights, ich habe den ja geliebt. Ihr wisst es, glaube ich, noch. Ich habe den ja aufs Ärgste geliebt. Und es gibt ein Set und ich will das auch unbedingt haben, weil der ist dann noch dabei. Ja, muss ich mir das Set kaufen. Weil ich glaube, so einzeln gibt es leider nicht. Und ich weiß nicht, wie viele Backups oder ob ich noch Backups habe von denen. Ich glaube nämlich auch nicht. Weil den fand ich echt gut. Ich frage mich, warum ich die nicht öfter nachkaufe. Ich glaube, weil sie so teuer sind. Ja, ich glaube, das ist der Grund, weil sie so teuer sind. Weil ich finde sie eigentlich gar nicht schlecht. Umdrehen. Dann habe ich eine Probe aufgebraucht von Misha. Eine Super Aqua Creme. Hier sieht die aus. So sieht die aus. Hier sieht die aus, mein Gott. Ich fand sie okay. Ich fand sie okay. Ich habe das Serum vor kurzem aufgebraucht und ich fand sie okay. Ich habe, glaube ich, noch eine rumfliegen irgendwo und ich bin halt jetzt am Versuchen, meine Proben aufzubrauchen. Bei Duft bin ich sehr schlecht, weil ich zurzeit keine Proben verwende. Sollte ich wieder, aber ich habe so viele. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht. Das war das Funny Cola Sparkle von Tressel oder Trackle Moon. So sieht das aus. Ich muss sagen, ich habe es geliebt am Anfang. Jetzt juckt es mich da verflucht. Ich habe es wirklich geliebt, aber am Schluss ging es mir so auf den Sack. Am Schluss ging mir das so auf die Nerven. Ich habe es nicht oft verwendet. Ich habe es so zwischendurch nur verwendet. Ich hatte das echt lange im Bad stehen. Und ich habe auch noch ein Backup. Aber ich lasse mir mit dem nächsten sehr, sehr lange Zeit. Wirklich lange Zeit, bis ich das nächste verwende. Ich fand es nicht schlecht, aber ich brauche eine Pause davon. Ich habe so viele. Ja, jetzt finde ich es wieder gut, aber ich brauche eine Pause von dem Duschgel. Ich habe jetzt aktuell auch wieder ein großes in Verwendung. Auch, glaube ich, 500 Milliliter und ich versuche das halt nur dazwischen zu verwenden. Ich habe nie gesehen, dass der Strichcode so witzig ausschaut bei Trackle oder Trestle Moon. Ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich finde, ja, also für den Preis, ich kaufe mir meistens die, wenn die reduziert sind. Um 2,50 sind es meistens beim DM reduziert und dann kaufe ich sie mir erst. Ich weiß, voll geizig, weil 5 Euro ist eigentlich eh nicht so viel, wenn es 500 Milliliter sind. Finde ich jetzt zumindest. Ich finde das vollkommen okay. Aber ich kaufe sie mir, wenn, dann meistens nur, wenn sie reduziert sind, diese Trackle, Trestle, Moon, Duschgels. Aber das habe ich eh noch im Backup und ich kaufe mir dabei keine Duschgel mehr. Ich habe genug. Dann habe ich aufgebraucht die Biore Nose Straps in Leopardenlook. Werde ich mir nicht mehr kaufen, weil ich die nicht mehr. Also die. Ich mag die schwarzen einfach lieber. Mir sind die viel lieber und ich ärgere mich, dass ich am Black Friday so viel vergessen habe zu kaufen. Ich habe so viel vergessen, das ist nicht mehr schön. Und die waren eine Sache davon, von den Sachen, die ich vergessen habe. Aber diese Leoparden würde ich mir nicht mehr kaufen. Es gibt andere Limited Edition, die ich auch so gern hätte, aber ich weiß nicht. Ich muss überlegen. Ich will die schwarzen unbedingt wieder haben. Weil die fand ich okay, aber waren jetzt nicht der Burner. Aber ich habe da jetzt noch einen Streifen, wo die Leoparden waren. Ich fand sie okay, aber sie haben mich jetzt nicht umgehauen, sage ich einmal. Dann habe ich eine Badebombe aufgebraucht von Lush. Floating Flower. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie die Badebombe ausgeschaut hat. Voll peinlich, ich weiß. Aber ihr wisst, ich liebe die Badebomben und ich brauche unbedingt wieder Backups. Ich habe keine Badebomben, glaube ich, mehr fast. Und ich brauche unbedingt wieder neue. Dann habe ich eine Augencreme von Shiseido aufgebraucht. Ich hasse solche Verpackungen, also solche Proben für Augencreme. Für Gesichtspflege finde ich es vollkommen okay, aber für Augencremes finde ich solche Verpackungen wirklich beschissen. Ich habe jetzt aktuell eine Dior in Verwendung, was auch so eine Verpackung hat. Ich kann das nicht leiden.
Aber sie war okay. Ich habe jetzt noch eine Dupe davon. Aber ich benutze zuerst die von Dior, bevor ich die weiterverwende. Ja, es kommt nicht so an die Chanel ran. Ich glaube, ja, mal sehen. Ich weiß nicht. Oder ich spare so lange. Ich weiß nicht. Ich will nämlich irgendwie die von Chanel haben. Aber ich habe noch so viele andere Augencremes. Oh. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Probe aufgebracht von dem Biotherm Live Plankton Sensitive Balm. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Sprachfehler gehabt. Das finde ich super. Das fand ich so gut. Ich habe es jetzt auch oben noch als Make-up-Unterlage. Ich finde das super. Wenn ich nicht so viel Scheiß hätte, würde ich mir die, glaube ich, nachkaufen. Weil die hat so einen geilen Verschluss. Die hat keine Öffnung, sondern die hat nur so eine Verpackung, wo du so entlangfahren musst mit dem Finger an so einen Streifen und dann kommt das Produkt raus. Ich kann es nicht so gut erklären, aber ihr könnt die mal googeln. So sieht die aus. Die ist wirklich gut. Ich finde die echt gut. Und ich bin schwerst am Überlegen, aber ich habe eh so viel Zeug. Dann habe ich noch einen Badezusatz aufgebraucht. Winterzauber von Terra Naturi. Ja, den fand ich okay. Ich habe mir damals die ganzen reduziert gekauft. Deswegen ist mir aufgefallen, oh, die hast du ja auch noch. Und wir haben jetzt Winter aktuell, also kannst du die aufbrauchen. Aber ich fand die nicht schlecht. Man kann ihn halt leider noch nicht nachkaufen. Dann habe ich leider aufgebraucht mein Peeling von Lush. Leider. Ich finde, im Sommer war das super. Hat super gepasst. Aber im Winter passt das, finde ich, nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall nachkaufen oder ich schaue mir die anderen an. Ich bin noch nicht sicher. Aber eher im Sommer. Weil eben das ein Peeling mit Duschgel ist. Und ja, also steht eh Duschpeeling drauf. Ich finde es nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde mir mal ein anderes aussuchen. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht, eigentlich auch zwei von der Marke. Und von denen bin ich sowas von enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Haul erinnern könnt, wo ich die gekauft habe und so begeistert von der Verpackung war. Und ich wollte die eigentlich gar nicht aufbrauchen. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein Schwachsinn. Jetzt so ein bisschen, ich habe es euch ja schon öfter erzählt, ich versuche so ein bisschen meine Sachen leer zu machen. Auch die, die ich mag, hilft nichts. Und dazu können auf jeden Fall die auch, weil ich die Verpackung halt so schön fand, wollte ich die gar nicht aufbrauchen. Aber die war mega kacke. Es hat ewig gebraucht, bis ich das Produkt da rausgekriegt habe aus der Maske. Ich finde den Duft auch nicht so doll und ja, bin mega enttäuscht von der. Und von der bin ich noch mehr enttäuscht. Das war eine Tuchmaske, die nach Apfelkuchen riechen hätte sollen. Und sie hat überhaupt nicht nach Apfelkuchen gerochen. Und die Verpackung, ich finde die Verpackung so wunderschön von den Masken, aber die hat nicht nach Apfelkuchen gerochen. Und ich hatte sie auch über eine Stunde, glaube ich, drauf und die war total trocken dann schon, die Maske. Entweder hat meine Haut das braucht oder die war, ich weiß nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht. Sehr enttäuscht. Bin gespannt, wie die anderen sind, weil ich habe noch 4 oder 5 Stück, glaube ich. Dann habe ich eine Seife aufgebraucht von Aveo. Ihr wisst ja, ich liebe die Aveo-Seife. Und das war eine Limited Edition. Ich weiß aber aktuell, glaube ich, gar nicht, ob es das gibt. Sage ich euch ganz ehrlich, ob es es noch gibt. Das war die Wild Orchid. Ich glaube, so heißt das. Die war gut. Also ich finde, die sind günstig, die haben ein wunderschönes Design, was will man mehr? Was will man mehr? Und ich habe sowieso so einen Seifenspender, wo ich die voll mache. Dann habe ich einmal Augenpads endlich mal wieder aufgebraucht. Ich habe schon so lange keine mehr gemacht. Mir ist das erst sehr, sehr spät aufgefallen, dass ich die eine Zeit lang nicht gemacht habe. Und deswegen habe ich auch so viel leer gemacht, glaube ich, den Monat. Aber die finde ich gut, die haben nur die Verpackung geändert und die ganzen Kolleginnen haben die reduzierten gekauft. Da habe ich keine mehr abbekommen, voll gemein. Oh, gemein. Dann habe ich noch eine Shiseido-Probe aufgebraucht. Die sieht so aus, man erkennt es nicht mehr. Das war von der Ibuki-Serie. Ich glaube, Ibuki hat die geheißen. Ich habe da nämlich noch was, ja. Auch so ein Quick-Fix-Mist von Shiseido. Ich habe ja mal, ich habe Proben geschenkt bekommen von irgendwem von Shiseido. Ich weiß aber jetzt nicht mehr auswendig von wem. Und ich habe euch ja erzählt, ich habe mal bei einem Wettbewerb mitgemacht und habe die Sachen nicht bekommen. Mein Gott. Und habe halt das als Ersatz bekommen, das weiß ich nämlich noch. Ja, ich habe es ehrlich gesagt als Gesichtswasser zwecksentfremdet, weil mir das als Spray überhaupt nicht gefallen hat. Vielleicht wasche ich das Ding aber aus und hebe es mir auf, wenn ich mal irgendwann mal verreise, dass ich da ein Gesichtswasser reingeben kann, wenn der Sprühnebel besser ist. Ich weiß nicht, vielleicht war die Konsistenz von dem Ding einfach zu dickflüssig, dass das einfach beim Bumspender nicht reingegangen ist. Aber ich fand's okay. Aber die Boogie-Serie gibt es, glaube ich, eh nicht mehr. Deswegen kann man dazu eh nicht mehr viel sagen, weil das Reinigungsgel hatte ich ja auch. Und das war okay. Die Haut war schön weich danach, aber ich glaube, die Boogie-Serie gibt es nicht mehr, weil ja stattdessen jetzt diese Vaso-Serie ist. Ein paar Sachen habe ich noch, dann sind wir schon wieder durch. Ich habe noch aufgebraucht so ein Gesichtswasser von einer
koreanischen Marke, glaube ich, ist das, wenn ich, ja, weil es steht alles auf. Jetzt hier diese Zeichen. Jetzt fliegt mir das mitten in die Fresse, sehr schön. Ich fand das gut. Ich habe Gott sei Dank noch eine und ich habe vor kurzem wieder eine von der Vivi bekommen und ich finde das nicht schlecht. Es ist halt nur blöd, dass es eine Einmalanwendung ist, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Dann habe ich wieder die hier aufgebraucht für Hals und Dekolleté, kennt ihr eh. Dann auch wieder die hier. Die würde ich mir eh niemals kaufen. Ich habe halt nur so viele Proben daheim. Dann habe ich eine Probe aufgebraucht von Ahava. Die Sachen gibt es aber leider nicht mehr. Ich habe das extra so aufgehoben, weil ich das so schön fand. Schaut so aus. Die Sachen gibt es aber nicht mehr. Da bin ich mal sicher. Ich habe nämlich Bodylotion und Duschgel aufgebraucht und das war in so einem Ding drinnen. Ja. Ich bin mir sicher, dass es die Sachen nicht mehr gibt. Da bin ich mir wirklich sicher. Ananas ist, glaube ich, nämlich damals rausgegangen. Da habt ihr nämlich die ganzen Sorten. Und ich glaube, die gibt es nicht mehr, die anderen drei schon. Und das finde ich schade. Weil die Sachen waren, also die war echt gut. Ich finde Ahava generell sehr, sehr gut. Dann habe ich noch aufgebraucht eine Haarkur. Das war Gott sei Dank meine letzte von Swissobar. Ich habe ja die geliebt. Das ist diese Blütenhonig. Man wird das nicht lesen können. Oh ja, jetzt. Die habe ich geliebt, war die letzte. Würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen, ehrlich gesagt. Ich habe sie damals geliebt, aber würde ich mir ehrlich gesagt nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich noch eine Probe aufgebraucht. Ich fand die Verpackung so süß davon, deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche sie auf. Eigentlich wollte ich sie nicht aufbrauchen, aber für was aufheben? Ist schade drum, wenn ich sie aufhebe. Ich fand die gar nicht schlecht. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Probe. Dann habe ich noch zwei Sachen aufgebraucht. Und da bin ich so froh und auch traurig, dass die zwei Sachen leer gegangen sind. Weil das ist dieses Organics Shampoo. Das, was leider aus dem Sortiment gegangen ist, das war diese Feuchtigkeitsreihe. Und die war so gut. Ich zeige es euch mal von nah an. Die war wirklich gut. Also die fand ich echt gut. Das Problem ist halt, dass meine Haare so schuppen. Ich weiß nicht, ob es von denen kommt. Aber ich fand die echt gut. Und ich finde es schade, dass die nicht mehr gibt. Ich habe aber jetzt andere von der Marke. Und das, die finde ich auch gut. Dann habe ich da nicht irgendwo noch was vergessen? Ah, da. Ich habe es noch nicht gesehen, weil das so klein ist und ich schon so scharfsauger bin. Ich habe von Clarins eine Mascara aufgebraucht. Aber ehrlich gesagt war ich jetzt nicht so begeistert von der. Mich hat eine angefixt damit, aber das ist diese Wonder Perfect Mascara 4D. Ich habe die geschenkt bekommen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also ich fand die jetzt nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Ich war ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Von dem, wie sie geredet hat und wie sie begeistert war und ihre Wimpern ausgeschaut haben, hat das bei mir gar nichts gebracht, leider. Aber was soll's, oder? Ich habe einen Lidschatten aufgebraucht. Den habe ich immer unter der Augenbraue verwendet. Der Rest ist nämlich so rausgerümelt. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich habe ihn aber wirklich gut benutzt. Ihr habt ihn ja, glaube ich, vor kurzem erst in einem Video gesehen. Bilde ich mir ein. Und jetzt ist er leer. Ja, ich glaube, ich habe ihn euch vor kurzem in einem Shop mal Stash oder so gezeigt. Ja. Ich habe jetzt einen anderen von L'Oreal, den ich jetzt verwende. Ich muss ein paar Sachen aufbrauchen. Ich muss wirklich ein paar Sachen aufbrauchen. Da bin ich froh, dass ich dann einen Lidschatten leer bekomme. Wirklich. Als die zwei letzten Sachen habe ich zwei Parfums aufgebraucht. Bei dem bin ich mega traurig. Und ich habe das echt rausgezögert, bis ich den leer gekriegt habe. Das ist von John Galliano, heißt die Marke. Ich glaube, ja, man kann das da ganz, ganz klein, kann man es lesen, auf der Briefmarke. Oh, ich liebe diesen Duft. Ich habe leider nur noch einen Tester davon und eine kleine Größe noch. Ich liebe dieses Parfum. Und das ist leer. Und das gibt's nicht mehr. Ich liebe diesen Duft. Ich bin so traurig. Ich bin wirklich traurig. Ich muss nochmal auf Amazon schauen, ob es den noch gibt, weil eine Zeit lang gab es es nämlich nimmer mehr. Ich fand den so gut. Der schaut nämlich aus wie so ein kleiner Brief. Ich finde den so gut. Ich bin so traurig, dass er leer ist. Echt, wirklich. Ich habe den so geliebt. Ich habe den eigentlich im Frühling angefangen. Aber weil ich den immer verwendet habe, wenn ich frei hatte, was ja nicht so oft vorkommt, habe ich den halt nicht so schnell leer bekommen, wie ich dachte. Und ja, ich habe auch öfter, muss ich gestehen, den großen verwendet als den kleinen. Aber ich liebe den Duft. Und ich bin so traurig, dass der leer ist. Ja, dann habe ich noch einen aufgebraucht, den hatte ich mit in der Arbeit, der ging so schnell leer. Ich weiß nicht, ob ihr die Sophia Thiel kennt. Mir hat sie am Anfang nichts gesagt, natürlich kenne ich sie jetzt durch den Duft und durch die ganzen Aufklärungen. Das ist ihr Duft, dieser Sweet Apricot. Und ich habe vor kurzem auf Instagram postet, ist noch nicht so lange her, dass es ein Dupe zu den Hugo Boss Descent ist.
Und ich finde exakt, dass der wieder Hugo Boss Descent riecht. Exakt. Ich habe den nämlich in der Arbeit verwendet und wenn ich Lust hatte in der Arbeit, habe ich den Boss Descent gesprüht. Ich kann nicht mehr reden. Ich finde, der riecht exakt gleich. Komplett gleich. Also ich finde das echt krass. Ich habe das sofort einer Kollegin gezeigt, die hat sich gut gefreut, dass ich ihr das gezeigt habe. Ich finde ihn gut. Das Duschgel würde mich interessieren dazu. Das Duschgel würde mich mega interessieren dazu. Da gibt es nämlich auch ein Duschgel von dem Duft. Ich zeige ihn euch nochmal von nahen. So sieht der Flakon aus. Der Flakon ist auch schön. Mir gefällt die Form ehrlich gesagt sehr gut. Und dass er so klein ist, gefällt mir auch. Aber das Ding kostet 10 Euro. Ich habe es zu Weihnachten damals bekommen. Aber ich finde es sehr teuer. Ich finde es wirklich teuer. Aber er ist urgut. Er ist urgut. Aber ich glaube, ich würde ihn mir nicht nachkaufen. Generell nicht, weil ich ja sowieso so viel klumpert habe. Aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Aber ich finde ihn ein bisschen teuer. 10 Euro für so eine kleine Flasche. Und der war, glaube ich, in ein, zwei Wochen oder so leer. Der hat wirklich nicht lang gehalten. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin echt stolz, dass so viel leer worden ist. Bin wirklich stolz auf mich. Also diesen Monat, ich hoffe, Dezember wird auch so. Ich hoffe es. Es fängt schon gut an, weil ich Sachen jetzt durchgehend benutze die ganze Zeit und sie werden langsam leer. Deswegen bin ich wirklich stolz auf mich. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr in dem Monat aufgebraucht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!